Ja, herzlich willkommen zurück in der Hölle. Wir werden mehr Difficult Challenges facen, ne, um das mal in der Gamersprache auszudrücken. Und hier ist eure Lieblingsmusik. Ja, und weil wir jetzt diesen Dungeon hier volle Pulle in Angriff nehmen werden, werdet ihr diese Musik jetzt die ganze Zeit hören. Aber, um euch mal eine gute Nachricht zu sagen. Falls ihr jetzt zuschaut, ich habe wirklich eine gute Nachricht für euch. Ich nenne es mal eine gute Nachricht. Ich habe keinen Fall, wo ich hingehen muss. Und deswegen werden wir diese Musik jetzt noch länger hören. Nein. Obwohl das auch stimmt. So, defeating Ligar will again return peace to our ghoul. Okay. Also der Held heißt Ryger und irgendein Gegner von ihm heißt Ligar. Das finde ich schön. Wie immer sei, zurück zu meiner Nachricht. Ich habe mir während meiner Auszeit, während meiner Aufnahmepause hier, wie immer man es nennen möchte, einen Baumstumpf und Bäume und Ruckeln, habe ich mir was überlegt. Ja, Mensch. Ich dachte mir, ich spreche euch Musikvirtuosen da draußen alle mal an, falls ihr zuschaut. Und zwar möchte ich einen kleinen, ja, so wie ich will es nicht Contest nennen, aber mir fällt gar kein anderes Wort dafür ein. Wenn ihr ein schönes Musikinstrument zu Hause habt, egal was, dann versucht doch mal diesen Track auf diesem Musikinstrument nachzuspielen. Ist wirklich egal was. Und wäre cool, wenn ihr die Videoantwort machen könnt. Wenn ihr kein Musikinstrument zu Hause habt, könnt ihr das von mir aus auch in Mario Paint machen. Aber wäre cool, also ist eine volle Schnapsidee. Wahrscheinlich macht sowieso keiner mit. Aber wenn ihr diesen Track nachspielen würdet, weil der so episch ist, weil der so schwer zu spielen ist, das wäre doch was. Also, wenn ihr mitmachen würdet, wäre geil. Wenn nicht, betrachtet es einfach als dämliche Abspackidee. Und verwerft es einfach wieder. So. Wäre cool, wenn ihr dabei wärt. Ich würde mich freuen. Auf jeden Fall. Ich denke, so eine musikalische Herausforderung kann einfach jeder mal gebrauchen, oder? Ich bin auch extra jetzt noch mal einen kleinen Moment ruhig, damit ihr euch den Track noch ein wenig einprägen könnt. So, ich glaube, das reicht, oder? Ja. Also unsere Reise... Oh, finde ich auch nett, dass der sagt, wie weit wir jetzt sind. Also unsere Reise ist halb zu Ende, halb vervollständigt. Ich würde aber fast sagen, wir haben sogar, während ich hier in der Luft stehe, schon ein bisschen mehr geschafft. Und ja, hier ist nichts los. Wir haben einfach mal hier lang. Hier wieder die Gegner fröhlich aus dem Nichts spawnen. Und ich gut mit Health Power abgeholt werde gerade. Ist geradezu hypnotisch, diese Musik. Ja, ich meine, sie ist doch so episch, dass ich ein paar Remixes mit Gitarren, Keyboards, Streichinstrumenten, Blasinstrumenten, was weiß ich, verdient hat, oder? Heavy Metal Version hiervon wäre doch mal richtig geil. Speed Metal oder Trash Metal, also ein richtig Orchesterkonzert. Oh, wir sind beim Boss und dieser Boss ist, so wie das gerade aussieht, Benny the Bull, das Maskottchen der Chicago Bulls. Sieht ein bisschen so aus. Und er wirft mit Augäpfeln nach uns. Mit Flügeln. Und er ist eigentlich relativ easy. Und er ist tot. Hey!
Und da ist wieder unser Postman und wir können den Dora Suit of Armor for Protection benutzen. Und damit haben wir den nächsten von fünf Göttern, Kriegsgöttern besiegt, würde ich mal sagen. Und ich brauche kein Safe State mehr. Ich gehe jetzt so rüber. Wisst ihr, was das Allerbeste ist? Ich habe so eine Vermutung, wo wir als nächstes hin müssen. Denn, ich gehe jetzt mal in dieses Areal, wo ich am Anfang aufgelevelt habe und suche da mal ein bisschen weiter. Denn, uns fehlen eigentlich nur noch zwei Kriegsgötter, die wir vernichten müssen. Und, ich kann mir ungefähr ausmalen, wo die beiden sind. Also einer muss definitiv noch in diesem Areal sein, wo wir aufgelevelt haben. Und dann können wir noch in dieses Areal... Okay, ich glaube, es ist Zeit für ein Safe State. Bevor ich meine Idee äußere. Nehmen wir einfach mal Nummer 3. So. Ja, dass hier mal wieder spitzenmäßig funktioniert. Sage ich, es geht's auch. Was wollte ich sagen? Genau. Nächste Areal müssten wir in diesen Bereich gehen, wo wir ganz zu Anfang, quasi der zweite Bereich, wo wir überhaupt waren, mit diesem Echsenwesen. Da können wir noch einen Berg hochkraxeln. Und ich glaube, da sollten wir auch noch mal nachsuchen. Ja, ich hier gerade keinen Pfeil ab, wo ich hier hingehe. Dass ich nicht in der Sackgasse laufe. Sieht aber nicht danach aus. Also Level-Auf-Level-Bereich nenne ich jetzt mal, der war irgendwo ganz rechts, wenn ich mich recht erinnere. Und ich werde jetzt nicht diese Seilbahn benutzen, da habe ich echt keinen Nerv zu, jetzt hier zu sterben. Freunde der Sonne. Sehr lustig, wenn man ihn so von vorne laufen sieht. So aus, als wenn ein herausgestreckter Brust da oben stolziert. Yeah! Wie gut, dass hier in der Nähe noch ein Heiler sein müsste, wenn ich meine geografischen Kenntnisse dieses Spiel nicht täuschen, was sie. Ja, genau. Was sie nur allzu gerne machen. Ich glaube sogar, er war hier oben. Ja, das müsste er sein. Danke, Knut. Helmut? Knut Helmut? Irgendwie sowas. Heißt er für mich jetzt einfach mal. Mit seinen 20 Klonbrüdern, die hier im ganzen Land leben. Ja, außer natürlich den Postman. Die Postman-Brüder tauchen auch irgendwie nur auf, wenn man ein wichtiges Item kriegt oder so, habe ich das Gefühl. Die sind ein bisschen wählerischer. Jo, und hier müssen wir jetzt wieder in diesen Bereich kommen. Mit den... Ja, genau. Genau. Mit den Hähnchenfliegern, die mit faulen Eiern werfen. Yeah! Ey, das war doch mal episch. Dann kassiere ich durch so ein spawnendes, aus dem Nichts spawnendes Arsch wieder einen Treffer. Super. Ich mag euch auch. Ich mag auch Zeitlupen. Ich mag auch Züge. Aber wir haben nur zwei Treffer kassiert und haben es immerhin jetzt geschafft, in den nächsten Abschnitt zu kommen. Und hier werden wir jetzt uns mal ein bisschen genauer umsehen. Dass die so viele Abgründe sind, das gefällt mir irgendwie nicht. Gar nicht. Oh, eine Tür. Was gibt's hier? You need the grappling to continue past Lapis. Okay. Also es ist jetzt nicht mal die Grappling Weapon, es ist jetzt einfach nur noch Grappling. The Grappling. Wir werden auch mal sparsamer. Okay, ja. Das kennen wir noch hier. Ne? Kommt unser Freund wieder. From this point you can't go on without crossbow. Wie gut, dass wir
Crossbow haben. Eigentlich auch The Crossbow heißen. Ja. Das ist gut, dass der hier so schön funktioniert. Nee, ich habe gerade nicht gesagt, dass der schön funktioniert. Und ich habe jetzt auf diesen Scheiß echt keinen Bock. Ich weiß nicht, ob das Seil unsichtbar ist oder nicht. Ich mache ein Safe State. Es tut mir leid, in der Seele weh. Aber wenn dieses Spiel so beknackt ist, was soll ich tun? Ehrlich gesagt, wünschte ich mir an dieser Stelle jetzt, dass ich überhaupt gar nicht erst Safe States benutzt hätte. Sondern einfach in den sauren Apfel gebissen hätte. Aber egal. Fight, fight, fight! Nett, dass er uns so anfeuert.